Rolancano. Rolancano, hi. Bitte, ihr müsst mir helfen. Sie haben meine Tochter, meine Palette. Was ist passiert? Wer hat eure Tochter? Das Schleiererbe. Ich habe sie hier verfolgt und es geschafft, diesen Wächter auszuschalten, bevor er Alarm schlagen konnte. Aber verdammt, ich bin ein alter Mann. Mein Schwertarm ist nutzlos. Lasst mich helfen. Wo ist sie? Möge Auriel euch beschützen. Danke, Daki. Er starb, hat mir dieser Bastard verraten, dass sie in einer Ruine gefangen gehalten wird. Nehmt diese Notiz und dieses Elixier der Unsichtbarkeit. Die Notiz enthält alles, was ich von diesem Abschaum erfahren habe. Das Elixier ist für Palette. Okay. Danke, Ryan. Immer erinnere mich daran, nie wieder das mit Schoki zu essen, wenn ich ein weißes T-Shirt habe. Okay. Dann musst du mir aber auch sagen, wenn du was Schokoladiges isst. Sonst ist das ein bisschen schwierig. Ich werde nach Palette suchen. Ruht euch nur aus. Findet sie. So schnell ihr könnt. Machen wir. Oder versuchen wir. Wer seid ihr? Ein Mitglied der ersten Auridon-Seesoldaten. Ich diene unter Schlachtenvogt Okelmo. Kenne einfach nicht essen, ich auch nicht. Freigang. Bin auch zu blöd zum Essen. Meine Frau ist gestorben, vor kurzem erst. Vor allem, wenn es um Soße geht. Soße kann ich überhaupt nicht essen. Deswegen habe ich vorhin noch gekleckert. Habe ich halt wirklich mein Arschkalt-Shirt an. Oh Mann. Was ist geschehen? Das Erbe. Wieder mal. Ich wurde Königin Eirens Abteilung zugewiesen. Meine Frau wollte bei ihrer Schwester in Silseilen bleiben. Die Stadt wurde gebrandschatzt und man hat sie beide umgebracht. Es waren diese Bastarde. Es tut mir leid, das zu hören. Ich habe schon genug an das Schleiererbe verloren. Meine Tochter werde ich nicht auch noch verlieren. Bitte, ihr müsst sie finden. Warum habt ihr euch nicht einfach mit dem Elixier reingeschlichen? Wie könnte man Palette dann dort herausholen? Ich bin eher ein Alchemist als ein Kämpfer, wie ihr hier sehen könnt. Wenigstens weiß ich, wie man jemanden zum Reden bringt. Soll auch hilfreich sein. Okay, dann jetzt mal da hinein. Da hin. Nein. Das Buch. Ihr seid eine unerwartete Biegung im Fluss. Kein Schleiererbe, ja? Und offensichtlich gehört ihr auch nicht zum Pakt. Eklig. Vielleicht können wir einander dienen. Einfach nur eklig. Ja. Gehört ihr denn nicht zum Pakt? Die Argonia als Volk schon, ja. Aber diese Truppen sind nicht meine Freunde. Ich will diesen Schweinen eine Lektion erteilen. Eine Hand wäscht die andere. Was schwebt euch vor? Dieser Kristall, nehmt ihn. Der Pakt lädt überall in der Bucht Arkane Fracht ab. Berührt die Fracht einfach mit dem Kristall. Das Ergebnis sollte... Das war da auf dem Boden. ...sein.
Ich probier's einmal aus. Vorsicht, der Kristall hat Biss. Er ist nicht, ich sag es dir lieber nicht. Wenn du es nicht siehst und nicht erkennst, ist es vielleicht auch besser so. Der Kristall könnte explodieren? Ja, der Kristall könnte explodieren, wenn er nicht richtig eingestimmt ist. Könnte ich dabei denn etwas Hilfe bekommen? Ich kann nicht. Meine Magika ist gebunden. Ich kann es versuchen, aber wenn ich mehr Kraft einsetze, als der Stein zulässt, dann kommen die Schmerzen. Entsetzliche Schmerzen. Hab schon gesehen. Oh. Boah, voll die Äuglein und der Arsch. Gut, trotzdem danke. Viel Glück. Warum helft ihr mir? Mein Volk ist mit den Dunkelelfen verbündet. Unsere Herren sind jetzt unsere Freunde. Und trotzdem hat sich nichts geändert. Wir werden immer noch wie Sklaven behandelt. Ich sollte frei sein, um so zu fließen, wie es der Lauf des Flusses von mir verlangt. Seid ihr keine Magierin? Warum seid ihr nie einfach gegangen? Meine Magika ist gebunden. Mein Vorgesetzter, er hat einen Edelstein, der meine Kraft an sich bindet. Ihr vernichtet ihre Vorräte, ja? Dann bekomme ich meine... Ja, wie doch nicht drauf ein. Jetzt sehen wir, du hast schon von deinem Loch kommen und dann hört er sich nicht auf. Ja, aber der Vorteil ist jetzt, du kannst halt was dagegen machen, wenn Masuna mit anfangen sollte. Du kannst ja jetzt was gegen tun. Weißt du? Also wenn es jetzt zu viel wird. Ich meine ja nur, ne? Du brauchst es ja nicht anzutun. Ist das ein Darfschein? Das ist ein Darfschein. Wenn es dir als Person zu viel wird, weil du Angst vor Spinnen hast, ja. Wie gesagt, wenn ihr Mods meint, etwas ist zu viel oder irgendwo, schalten und walten, wie ihr wollt. Und wenn ihr mal nicht wisst, könnt ihr mir so fragen. Im schlimmsten Fall kriege ich das. Manchmal bin ich ja auch schneller als Cyber zum Beispiel. Dann habe ich schon schneller jemanden gesperrt, als Cyber gucken kann, zum Beispiel. Passiert selten, aber wenn es passiert, bin ich da recht fix bei. Ohne Witz, ich bin aber froh, dass ich mittlerweile was im Magen habe, ne? Ultimative Fähigkeit muss ich noch 3-mal nutzen. Erzvorkommen noch 7-mal. Okay. Bei mir in einem Bot drin ist, der die Leute mit Kauffollow direkt heimortet. Ah, okay. Das Witzige ist, bei mir oder die meisten Follower-Kaufbots haben ja immer so einen Link. Zumindest. Bei mir anfangs war das halt immer so. Die mit Links kommen jetzt schon gar nicht mehr durch. Jetzt sind sie so schlau und machen es ohne Link. Wobei, so schlau dann auch wieder nicht. Ne? Weil ohne Link kann man ja auch nicht draufgehen, aber. Ne? Das ist halt schön, um das Ganze zum Gehen. Aber bei mir sind die Leute sowieso schneller gebannt als andere.
Da brauche ich nicht noch einen extra Bot. Also. Doch nicht jedenfalls. Wobei ich glaube nicht, dass das irgendwann überhand nimmt. Hoffe ich. Und wenn, könnt ihr um die Wette sperren. Wenn nicht, dass ich den noch aktiv habe. Ich weiß gar nicht, ich hatte das Samstag. Ja, doch, gestern. Wie, vorgestern? Vorgestern war es, glaube ich. Hä? Das ist gerade nicht genau, oder was, Donnerstag? Ich weiß es nicht. Das eine Mal hatte ich es bei dir auf jeden Fall gesehen. Da habe ich mich doch gewundert, so, oh, ich wollte gerade meinen Job machen. Ja, egal. Ich sperre den Winz noch. Nein, da ist er. Ah. Ach, passt doch. Jumpscare Masuna ist da. Wobei, wollte Ryan Angst machen? Böser Masuna. Ganz, ganz böser Masuna. Ich gleich weg zu einem Geburtstag. Ja, es gibt Leute, die mich mögen. Wir mögen dich doch auch. Oder willst du uns unterstellen, Masuda, dass wir dich nicht mögen? Ich hab dir da gestern bei Chrissy auch was gesagt. Das war ernst gemeint. Das stelle ich dir zu wissen. Siehst du? Für die anderen kann ich nicht sprechen. Ich kann nur für mich selbst sprechen. Also wenn ich noch mehr Gifte kriege, dann könnte das vielleicht noch was werden. Zwölf von 150. Na gut, dann wäre ich bei 24 von 150. 12 Stunden wird zurückgesetzt. Ich glaube, das ist etwas eng. Kann man sichern. Von 6. Und da hinten. Okay. Kommt man denen leider nicht so vorbei. Hier muss ich vorne wachsen. Tor und stell dir vor. Merkes, Oh Mann. Ich wünsche dir aber dann auf jeden Fall viel Spaß, Masuna. Haben wir's? Gut.
Dann einmal zum Schiff. Oh, Leute. Gute Arbeit. Macht mich fertig. Der Kristall? Ich hab ihn noch. Hervorragend. Jetzt wisst ihr es also. Der Edelstein dämpft meine Magika. Im Zusammenspiel mit etwas Zauberei sollte der Kristall, den ich euch gegeben habe, mich befreien können. Was werdet ihr machen? Ich beginne mit dem Zauber. Sobald ich den Kristall geschwächt habe, gebe ich euch Bescheid, dass ihr den Kristall einsetzen sollt, den ich euch gegeben habe. Dadurch erhalte ich den letzten zusätzlichen Schub an Kraft, den ich brauche. Dann werde ich frei sein. Bereit? Bereit. Das sollte klappen. Jetzt. Wendet den Kristall auf den Stein an. Gut gemacht. Was werdet ihr jetzt tun? Überlasst diese Schweine dem Schlachter. Sollen sie alle verrotten. Vielen Dank für eure Hilfe. Schattenfen wartet schon. Okay. Dann einmal in die Ruinen. Wo ist der Eingang? Hier. Okay, viele Wachen stehen? Nein, auch nicht. Nein, Leute, ich brauche Gift. Ich brauche jede Menge Gift. Lass Gift fallen. Verschwindet von hier. Ich werde nichts mehr sagen. Also würdet ihr nur eure Worte verschwenden. Gehöre nicht zu mir, aber euer Vater schickt mich. Mein Vater? Den Sternen sei Dank. Ich bin es satt, ein Druckmittel zu sein. Ein Druckmittel? Sie haben mich gefangen, um meinen Bruder Eranamo unter Druck zu setzen. Sie Eranamo. Haben einen Auftrag erledigen lassen und ihn danach in einen Raum in den Ruinen im Norden gesteckt. Bastarde. Euer Vater hat mir diese Unsichtbarkeitselixier gegeben. Er möchte, dass ihr euch auf den Weg
So ist mein Vater. Immer ganz der große Denker. Aber ich kann nicht ohne Eranamo gehen. Den Ruin im Norden, sagtet ihr? Richtig? Ich gehe ihn suchen und ihr verschwindet von hier. Danke und viel Glück. Oh. Ja, natürlich. Wie komme ich jetzt? Achso. Ich wollte gerade sagen, wie komme ich jetzt hier raus? Eranamo. Klingt vertraut, ob die Person mit Nanamo verwandt ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist nur ein blöder Zufall. Warte mal, ich hole mir einmal ganz kurz Energy. Den so dezent werde ich ein bisschen. Ein bisschen müde. Jetzt ist die Frage, komme ich mit meinem Kabel dahin? Ja, komme ich. Hab dir nur den Ventilator ein bisschen am Ohr. Achso, okay. Okay. Nee, nicht Geronimo. Nicht Geronimo. Oh. Hoffentlich hilft es ein bisschen. Wegen der Hitze oder weil aufladen? Mach mich wach, Energy. Mach mich wach. Hitze. Ah, okay. Boah, das Schlimmste ist, ich könnte halt direkt, wenn ich mich jetzt hinlegen würde, direkt einschlafen. Und das Kabel gebunden. Ach so. Na gut. Hätte ja sein können. Oh, und der Ventilator macht einen müde. Aufteilen! Oh. Ich weiß, ich gehe doch hier gerade halt vor. Macht das Ganze nicht besser. Ich glaube, das Kitty jetzt auch als Bluetooth-Version. Ja, ich hätte halt gern eigentlich kabellos. Nur von vielen kommt halt bezüglich kabellos immer die Aussage, nee, keine gute Qualität, zumindest nicht beim Stream. Deswegen, ja. Ich will ja irgendwann mal so ein Mikrofonarm haben. So, dass ich halt wirklich einfach nur noch Headset habe oder halt diese Stöpsel und dann, ne? Einfach so reden kann. Ohne dass ich hier die ganze Zeit das Ding hier ab. Das stört mich nämlich mega. Aber die Dinger sind so schweineteuer. Und ich möchte halt auch kein Standmikro haben, da komme ich halt einfach immer gegen, weil ich mich halt so viel bewege. Ich hätte dann halt einfach gern so einen Mikrofonarm, den ich dann halt auch wegschieben kann. Weil Standmikro ist halt scheiße. Erstens, wenn ich alles halt auf den Tisch hinlege. Zum anderen, nee. Also es ist halt aber grundsätzlich im Weg. Ah, gut. Ich bin auch Headset, so. Ja. Schauen wir mal. Ein notwendiges Übel, weil günstig. Brust, etwas Wein und ein Käserad. Das ist so ein Standard. Oh, so nein, was? Ich bin nicht hier, um euch Essen zu bringen. Palit hat mich geschickt, um euch zu finden. Ach, meine Schwester. Es ist ihre Schuld, dass wir in diesem Schlamassel stecken.
Das Erbe wollte nur ein paar Informationen. Alles gar kein Problem. Aber sie haben darauf bestanden, Palit als Rückversicherung mitzunehmen, damit ich mich auch ja benehme. Ihr macht mit dem Erbe und mit dem Pakt gemeinsam Sache? Oh, seid doch ruhig. Ich wusste nicht, dass sie mit dem Pakt gemeinsame Sache machen. Und jetzt mischt ihr euch auch noch ein. Schön. Mit meiner Flucht ist es nicht getan. Ich habe ihnen detaillierte militärische Pläne ausgehändigt. Werdet ihr mir helfen, sie zurückzuholen? Wenn es sein muss. Ihr habt Verrat begangen. Und jetzt möchtet ihr, dass ich dabei helfe, euer Schlamassel in Ordnung zu bringen? Wollt ihr, dass diese Informationen in die Hände des Pakts fallen? Nein. Das hatte ich mir schon gedacht. Sie lagern ihre Uniformen dort unten und ich konnte eine in meinem Feldbett verstecken. Nehmt sie. Dann können wir an den Soldaten vorbeischlüpfen und die Berichte zurückholen. Alles kein Problem. Gut, ich werde die Uniform holen. Ich warte dann draußen auf euch. Ja, ja. Ja, soll ich das Unterdeck des Schiffs, sag mal. Nichts Besseres zu tun? Keiner dieser Soldaten sollte... Wenn wir dem Centurio begegnen, bei dem sieht es anders aus. Das Problem ist, die mit fucking sehen uns aber. Wir kommen ja gar nicht mal unentdeckt dahin. Ja, doch, halt. Über den Wasserweg. Das war Earan, mit der Anführerin der Truppen des Paktes, Rela. Centurio und Hauptmann. Ja, muss ich ja kämpfen. Habe ich leider keine Wahl. Eure Männer sind nicht so gut, wie ihr glaubt, Earan. Ich stehe fest. Ja, ich trinke ja schon. Lasst uns von hier verschwinden. Ich muss mal los. Denn viel Spaß, Masuna. Ich brauche noch einen. Danke nochmal fürs Trinken. Könnte ich mich bitte mit euch unterhalten? Und dir viel Spaß. Und treib's nicht zu bunt. Jetzt können wir meine Schwester suchen. Aufgeregt, Palit wiederzusehen? Ach nein, sie betet mich immer noch an. Sie schätzt mich sehr, nicht so wie mein alter Herr. Wenn Vater hier wäre, würde er mir die Haut vom Rücken peitschen. Ehrlich gesagt... Ehrlich gesagt ist er hier. Er hat mich mit dem Plan hergeschickt, Palit zu retten. Vater? Hier? Oh. Dann wartet er also vor der Höhle. Wo du wieder überall rumrennst. Was denn? Ich queste halt so ein bisschen. Ich würde ja sagen, ich bin flasig, aber eigentlich trudel ich sogar herum. Ja, draußen auf der Straße. In Ordnung. Auf der Straße.
Würde es euch etwas ausmachen, wenn ich ein wenig zurückfalle, wenn wir hier raus sind? Ihr solltet vorgehen. Erzählt ihm, was für eine große Hilfe ich war. Dann zeige ich mich ihm. Wenn ihr unbedingt möchtet. Hallo, Wolf. Nein, lass mich vorbei. Nein. Ach, leck mich. Okay. Durchrennen ist manchmal keine gute Idee. Würde das aufhören zu brennen? Danke. Einmal. Dann müsste ich das Ding nur noch einmal benutzen. Dann hätte ich die nächste Aufgabe fertig. Wenn jetzt schon wieder kann. Achso, okay. Ich hasse es zu niesen. Widerlich. Nein. So. Vansalen. Okay. Da gehen wir natürlich auch noch rein. Ich will das ja hier nicht unentdeckt lassen. Ich hab doch gerade erst getrunken, Ryan. Warum denn schon wieder? Ich hab langsam keinen Durst mehr. Warum quält ihr mich so? Warum? Alter, ich habe heute schon... Keine Ahnung, ich glaube sogar mehr als im letzten Stream. Im letzten Stream hatte ich, glaube ich, 2,5 Liter, 3. Alter. Was ist mit euch? Gut, dass ich nicht angegeben habe, wie groß die Schlucke sein müssen. Ihr wisst aber schon, desto öfter ihr das einlöst, desto öfter muss ich aufs Klo, oder? Das ist ein bisschen kontraproduktiv. Also ich meine ja nur. Das ist, also. Ich meine ja nur. Du kannst hier mal richtig. Oh, danke. Okay, jetzt ist wieder der Alkohol dran. Ich weiß gar nicht, ob wir davon überhaupt noch was haben. Komm. Also, dann wird es bei mir für ein Horrorspiel zu schauen, aber das nicht. Ja, und? Weißt du, bis ich alles fürs Horrorspiel zusammen habe, ne? Das dauert ja noch Ewigkeiten. Es gibt so viele andere schöne Dinge, ne? Nein! Immer nur trinken. Huch. Ich habe mich gerade etwas zu schnell gedreht. Huch, hallo. Ich weiß nicht, was das nicht mit Hybrid das zusammen hat. Ja, die meisten Punkte. Ja, gut. Bald nicht mehr. Also gut, ich weiß bei mir, ich glaube, ich habe bei dir 21.000. Oder nee, 22.000. Ich habe gestern auch die 22 geschafft bei dir. 22.000 habe ich. Also, ja. Ja, besser. Welche willst du? Plüsch oder ohne Plüsch?
Ich weiß gar nicht mehr, wie viel er hat. Okay. Na ja, komm, dann machen wir für mal welche, die ich nicht so oft habe. Warte mal. Hier kommt er wieder aus seinem Loch, der Frelden. Ja, Frelden arbeitet nebenbei. Tada! Arbeiten. Ja, rein. Oder eigentlich solltest du arbeiten. Ob du es machst, weiß ich nicht. Okay, er hat nicht gearbeitet. Ja, das sind tatsächlich meine neuen Öhrchen. Ich bin nicht ganz zufrieden mit der Verarbeitung, weil irgendwie das hier ist halt einfach so schnurstracks gerade. Ich krieg's aber nicht anders gebogen, leider. Ich habe Angst, dass ich es dann verbiege. Und das hier ist halt perfekt gebogen, finde ich. Aber es sitzt halt auch nicht ganz. Ich kann sie zwar noch verrücken, aber wie, weiß ich nicht. Ich bin noch nicht ganz zufrieden damit. Ich muss mir das noch richtig hinzippeln. Aber es ist mal eine andere Farbe. Das war mir eigentlich wichtig. Ich gehe mal ab. Aber auch wirklich arbeiten, Frisches. Nicht, dass ich morgen früh frage, und hast du gearbeitet oder du wiederkommst? Nö. Dann wirklich so in diese Tonlage, ne? Einfach. Nö. Ja, heißt. Leck mich am Popo. Das heißt ja. Also, nix ja, huch. Also, manchmal bewege ich die Maus etwas schnell. Oh. Ja, Hein Bolo kommt ja auch noch an. Ich bin dafür, dass du die Fräden vom Fass nimmst. Nein! Er soll Frisches bleiben. Er soll Frisches bleiben. Er ist mein Frisches vom Fass. Nein. Er ist Frisches. Viel Spaß in Lack, Frisches. Er wurde genannt. Trotzdem, er bleibt Frisches. Frelden ist so ein Spitzname. Frisches ist sein Hauptname. Das bleibt alles so, wie es ist. Und nichts wird hier geändert. Frisches ist mein Real Name. Was soll denn? Lol, was? Wie? Ich bin dran vorbei, ernsthaft. Frelden ist nur ein Nickname. Hä? Hä? Ach! Unten! Es gibt doch einen Kanal. Frisch steht auf seinem Fersen. Ja. Wer weiß, wie ich das sehen. Frisches muss nichts beweisen. Das ist ein Fakt. Unsere Kinder werden Beweis genug sein.
Nur wenn du Klopapier dabei hast.